Willkommen zurück zur Partie, wo es ziemlich blöd ausgehen kann, wenn sich unser Torwart Mitchell Langerak verletzt, weil wir keinen Ersatztorhüter mit haben. Aber wir werden das schon irgendwie lösen. Also man sieht hier die in Pink oder in... Ist das Pink? Ja, ich bin so schlecht bei sowas. Die haben auf jeden Fall für die U19 oder für die zweite Mannschaft gespielt. Das heißt, da darf ich jetzt niemanden aufstellen. Aber was soll's. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung bei dem Team. Ja, ich glaube, so können wir reinstarten. Freue mich schon. Sandhausen, also der 18. auswärts. Darf es keine Ausrede geben. Dann muss auf jeden Fall ein Sieg her. Ob es jetzt gelingt, keine Ahnung. Ich traue mich da echt nichts sagen. Good luck out here tonight. Also viel Glück heute da draußen. Sie wärmen schon eifrig auf. Mehr oder weniger. Und Salahi schon wieder voller Tatendrang da links außen. Das ist genial. Hier haben wir ihn. Salahi. Keine schlechte Flanke, aber Kista klärt. Da hat Terodde schon wieder gelauert. Konzentration. Salahis Flanke kommt nicht durch. Terodde. Maxim. Den muss er machen. Marco Knaller im Tor, auch sehr cool. Salahi wieder mal drüber. Einen ganz gefährlichen Freistoß hat er mal gemacht, das weiß ich noch. Aber sonst gehen die eher irgendwo hin. Und jetzt sind 1000 mal in der Offensive. Das war irgendwie klar, oder? Linzmeier. Und Pavard hat schon wieder seine gelbe. Also bald, ich weiß nicht, ich sperre ihn in irgendein Käfig ein, damit er niemandem was tun kann. Zimmer hat er gepennt. Der ist übrigens heute Kapitän. Der Gentner fehlt. Ja. Was soll's. Schön von Maxim, Özcan. Zwei Tore, die, also zwei Chancen, die in meinen Augen fast drin sein hätten müssen. Also die Kopfballchance war sehr gut und vorher der Schuss von Maxim, der ihn einfach zu zentral und zu locker geschossen hat. Bauer mit einer schönen Balleroberung, Maxim, Terodde. Also ich weiß nicht. Langerak rettet uns hier. Özcan, Maxim. Macht das gut? Macht das nicht gut? Ich monte das mal auf. Sandhausen hat sogar mit einem Chancenplus. Und er schlägt den Ball wieder vor. Terodde mit dem Distanzschuss.
Pfostentreffer. Oder Außennetz. Also ich habe ihnen gesagt, dass wir das Ding noch immer gewinnen können. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir werden mal sehen. Ich bringe Gerli statt Hosogai, weil ich glaube, dass der spielerisch ein bisschen mehr kann. Oder ne, machen wir es anders, tauschen wir die beiden. Sie Gerli hier bringen. Ne, so. Einfach statt Krigic, lassen wir es so. Und Werner sieht es mit Özcan auf rechts aus. Dem ist das, glaube ich, wurscht. Naja. Geht so. Wir probieren es. Also, Großkreuzer heute wieder mit einer schwachen Partie. Letztens war er. Ja, letzte Partie war er okay. Die davor war er auch schwach. Maxim. Also, keine Ahnung. Ich werde das mit dem Pressing jetzt mal lassen. Das Retained Possession tue ich auch weg. Weil wir dann hoffentlich ein bisschen riskanter spielen. Ich glaube, dass das schon langsam ganz wichtig wäre in der Partie. Also ich weiß nicht, wir lassen die jetzt so ungehindert rankommen. Ich könnte meinen Spieler nach der Reihe erwürgen. Das war eine Ballstaffette, wo wir einfach über Ewigkeiten zugesehen haben. Wir werden jetzt versuchen, enger zu decken. Da spielen wir gegen den letzten Auswärts und machen sowas. Sorry, ich bin jetzt schon so krantig. Krantig, sagt man in Österreich. Wütend. Weiß nicht, was Maxim da auch veranstaltet. Ja, letzter Wechsel jetzt schon. Aber. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Sind das unsere Angriffsbemühungen? Mit dem Anschluss treffen. Ich weiß nicht, ob wir immer einen Gegentreffer brauchen, um wieder aufzuwachen. Das war nämlich richtig schön rausgespielt sogar. Targetman passt, das wollte ich gerade noch schauen. Versuchen wir sie nochmal aufzumuntern. Und wir werden jetzt weiter nach vorgehen, werden Abseitsfalle aktivieren, viel mehr pressen, mehr in die Zweikämpfe gehen, enger decken. Also wir müssen jetzt echt schauen, dass wir früh die Gegner attackieren. Maxim. Och, Marco Knaller im Tor, der Österreicher.
Ich weiß nicht, wo Pavard hin will. Vielleicht auf die Ersatzbank, wo er im nächsten Spiel sitzen wird, weil er gesperrt ist. Abseits. Aber er war im Tor. Vierundachtzigster schon. Ich kann da nichts mehr sagen, das ist nämlich noch nicht so lang her. Foul von Bauer. Das wäre der Ausgleich gewesen. Und der gibt Freistoß in der 93. Ich sag's Ihnen dieses Mal ruhig. Platz 5. Also wir geistern nach wie vor vorne mit herum, aber irgendwie ist das nicht unbedingt überzeugend, was wir hier so zeigen. Schlechteste Performance von Salahi. Keine einzige Flanke hat er angebracht. Naja. Gut, jetzt fällt er aus, das war eh klar. Dafür rückt Baumgart letztes Mal erstmal wieder in die Mannschaft. Das wird spannend zu sehen sein. Sonst bin ich noch nicht ganz sicher, wen ich noch aufstellen werde. Jens Kral nehmen wir mal wieder mit. Sechs Torhüter. Ansonsten, keine Ahnung. Inzück ist schon langsam wieder Thema. Schauen wir mal, was sie noch tut bis zur Partie gegen den KSC. Vielleicht gehen sie sogar zwei Partien in diesem Part aus. Könnte sein. U19 5-1. Spanoudakis 9,3 das Rating. Ganz stark. Ich hätte mit dem Pressing ein bisschen zurückrudern jetzt. Ich glaube, dass dadurch viel zu viele Lücken entstehen. Also so kann man ein bisschen kompakter spielen. Klein möchte jetzt auch mit mir reden. Kein Problem. Das ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also ich habe ihm jetzt gesagt, dass es zurzeit nicht drin ist und wenn er öfter spielen will, dann muss er halt gehen. Und er, nein, 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 nicht nötig, ich will nicht gehen. Also, ja, das ging dann relativ einfach. So. Ausverkauftes Spiel erwartet. Also, da geht's ordentlich ab, Stuttgart gegen den KSC. Und Mané ist wieder voll im Training. Wird aber jetzt noch kein Thema sein. Glaube ich mal. Schauen wir, wie es mit den Fitnesstests aussieht. 60 Minuten, das heißt beide 60 Minuten, Ginzek und Mané, das heißt theoretisch. Ja, Mané würde ich sagen, nehmen wir mit. Gentner werden wir auch mitnehmen, statt Gerli in dem Fall. Und spielen wir da statt Krigic. Gentner auf jeden Fall sehr wichtig fürs Team. Und dann Ginzeig, ich lasse ihn noch daheim. Nehme dafür Mané mit. Und dann schauen wir mal. Baumgartl jetzt, ja. Der hat ein bisschen Probleme mit der Matchpraxis. So, was sagen wir? Dass es für die Fans quasi tun soll, dass wir denen geben soll, was sie erwarten. Oh Gott, das mit den Trikots wird jetzt etwas verwirrend. Naja.
Moment, ganz kurz. Ich habe ja zwei Katzen und die sollte ich vielleicht nicht die ganze Zeit rausgesperrt lassen. Nicht, dass sie mir irgendwie auf die Terrasse kacken oder so. So, also ich finde das total verwirrend mit den Trikots. Ich werde vielleicht meine Spieler auswählen oder so. Das ist ein bisschen einfacher. Die Frage ist, also man erkennt es ja schon irgendwie. Hallo? Okay. Das müsste ungefähr passen. Irgendwen habe ich dann sicher übersehen. Salahi, keine schlechte Chance. Er gegen seinen Ex-Verein. Ich glaube, Zimmer hat gefehlt. Der hat hinten abgedeckt. Apropos. So. Zählt es? Abseits. Boah, der war schön. Der war wunderschön. Schauen Sie mal mit der Vorlage. Und Maxim ganz stark. Eigentlich Doppelpass. Ne, doch nicht. Großkreuz, sorry. Ja, kein Abseits. Wunderbarer Treffer. Boah, der war richtig gefährlich. Sogar mit Gelb. Ja. Frühen Flanken sind heute anscheinend gar kein schlechtes Mittel. Bauer souverän zurück, Langerack. Schön ruhig rausgespielt. Zimmer hinterläuft schön. Großkreuz. Wieso macht er den nicht? Wie immer das Konzentrieren. Hosokai hat gerade gefehlt. Jetzt müsste es gehen. Dafür fehlt jetzt wieder Hosokai. Vielleicht gibt es ein Maxi, wo man spielt, in dem man markieren kann. Egal, gibt Wichtigeres zu tun. 2-0 von Tiroler. Gentner auf Maxim. Und da steigt dann Tiroler schön, geht schön rein, kriegt den Ball perfekt und in die kurze Ecke. Richtig super. Wichtiger Treffer natürlich. Jetzt probiere ich das nochmal. Jetzt ist es gegangen. So geil. Maxim Özcan. Salahi. Ja, keine schlechte Chance. Gefährlich, da reißt die Flanke ab. Ich hasse es, wenn solche Dinger dann ins Tor gehen. Aber passiert immer wieder. Stoppelkampf mit der Ecke. Geklärt und Konterchance. Geklärt von Baumgartl übrigens, der sich heute ganz
gut macht, dafür, dass er zum ersten Mal jetzt wieder in der ersten Mannschaft spielt seit seiner Verletzung. Sehr schön. Der Rode wird hier gelegt. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Großkreuz, Gentner, Hosokai, Xin. Der Rode. Großkreuz zu langsam. Özcan heute übrigens mit keiner guten Partie bisher. Hosokai schon mit Gelb. Vielleicht werde ich da gleich mal reagieren in der Pause. Gerade auf der Position des balleroberenden Mittelfeldspielers bekommt man sehr leicht gelbe Karten. Also da bin ich wirklich vorsichtig. Also jetzt haben wir ihnen auch wieder gesagt, sie sollen fokussiert bleiben. Das ist ganz wichtig in der Situation. Und Grgic jetzt rein. Ja, Özcan 6,6. Jetzt aktuell der schwächste Spieler. Zumindest knapp. So. Also wenn ihr irgendwie wisst, wie man alle Spieler einfach markieren kann, wäre das echt cool. Jetzt kriegt Grgic die Gelbe. Oder nicht? Also das hätte jetzt schon eine gelb-rote sein können. Konzentration. Sehen wir übrigens Maxim, Salahi, Gentner relativ müde. Ich werde jetzt die beiden Außenverteidiger nur noch auf Support stellen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Das haben sie richtig schön gespielt. Da waren wir einfach zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schön kombiniert. Hier deckt niemand den Rückraum. Ich weiß nicht, Maxim ist schon wieder in der Vorwärtsbewegung. Wahrscheinlich zum Anstoßpunkt oder so, ich habe keine Ahnung. Jetzt heißt es wieder zittern, obwohl wir eigentlich schon souverän 2-0 geführt haben. Ich nehme jetzt dieses Retain Possession weg. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass der KSC jetzt noch mehr nach vorne tun wird und wir so dann eher zu Konterchancen kommen. Und schauen wir mal. Stoll jetzt mit dem Foul. Müsste gelb geben. Özcan nimmt sich schon den Ball. 70. Minute. In die Mauer. Etwas weniger rät, dann liegt es daran, dass ich gerade sehr, sehr, sehr angespannt bin. Schlechter Ball von Maxim. Ah, ich könnte so. Jemand, der mich aufmuntert. Wie soll ich denn die Spieler aufmuntern? Also da jetzt Power hat sich überlaufen lassen, Zimmer zu weit weg und dann sehen wir hier. Ja, kurzer Pfosten Baumgartl mit dem Fehler. Wir verkacken es defensiv wieder. Maxim mit dem nächsten Fehlpass. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Hat aber Note 7,6, weil er einen Assist gemacht hat. Also. Und
Mané jetzt dann für Özcan rein. Terodde macht zum Glück. Jetzt bin ich gerade echt erleichtert. Ich überlege noch, wie ich wechsle. Ich mache es gleich ganz defensiv. Wobei ich das von den Rollen her jetzt ein bisschen anders mache. Ich mache beide einfach auf Central und Defend. Oder einfach Defensive Center Back. Das passt dann schon. Und einen, nämlich Bondarenko, quasi als Vorstopper, der dann nach vorrücken soll. Ja, 4-2 sollte reichen. Terodde mit dem Hattrick. Baumgartl auf Bondarenko, 5-2. Ich pack's nicht. Was ist denn das für ein Spiel? Baumgartl mit der Vorlage, ja, und ich freue mich total für Bondarenko. Er ist ja mittlerweile, glaube ich, 17. Ja, genial. Hat es doch noch funktioniert. Blockt, aber sie bleiben im Ballbesitz. Salahi klärt. Terodde. Krebs. Ein schöner Tackling. Ich bin gerade so erleichtert. Gentner, das war schon wieder so eine sinnlose Aktion. Salahi ganz stark, Mané. Auf links raus Terodde, Krigic. Krigic. Henrik, sehr souverän. Schön gespielt auf Baumgartl. Das war's. 5-2 Derby-Sieg. Ja, ich muss leidenschaftlich auf jeden Fall reden. Und sie ordentlich loben. Plus 6 jetzt also der Change vom Moral her. Also sie haben das sehr gut aufgenommen, was ich gesagt habe. Damit rücken wir auf Platz 4 vor. 4 Punkte hinter dem KSC und nur noch 2 Punkte hinter dem Tabellenzweiten, was also Aufstieg bedeuten würde. Das heißt, so gesehen können wir zufrieden sein. Wahnsinn. Also den werde ich, denke ich, jetzt mal gleich loben. Oder auch nicht. Weiß. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht loben gerade. Doch, da. Muss man unbedingt nach so einer Partie. Ja, genial. Also, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ich es defensiv anders lösen kann, dass wir nicht ganz so viele Tore bekommen. Vielleicht liegt es an den beiden Innenverteidigerrollen. Vielleicht ist das Attack bei den Außenverteidigern zu viel und wir probieren mal Support aus. Das können wir so und so mal machen. Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Ansonsten, ja, wir haben 5-2 im Derby gewonnen. Also das ist, glaube ich, keine schlechte Partie gewesen. Für euch sicher zum Anschauen auch ganz cool. Ich sage mal danke fürs Einschalten. Ich werde jetzt pennen gehen. Ich wünsche euch was. Und bis bald. Ciao.